Donald Trump zerstört die Milchmädchen-Rallye der letzten beiden Tage. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Heute über 1000 Punkte beim Dow Jones und das aufgrund einer vagen Hoffnung, aufgrund einer vagen Aussage von Larry Kudlow, die sich jetzt als Nonsens, als Bullshit herausgestellt hat, was eigentlich von Anfang an klar war. Aber die Märkte wollten es eben glauben und die einzige Frage ist, waren die Märkte wirklich so naiv, das zu glauben, dass sich diese ganze Geschichte schon im Wohlgefallen auflösen wird, dass man verhandeln wird und dann irgendeine Lösung finden wird, oder war es eine Form von Bösartigkeit, dass diese Rallye eingesetzt hat, weil man bestimmte finanzielle Interessen hatte, bestimmte Short-Positionen killen wollte und dabei einfach nur auf ein Argument gesprungen ist. Schwer zu sagen, man darf den Aktienmärkten durchaus eine gewisse Naivität unterstellen. Zumindest im kurzen Zeitfenster läuft da manches mit recht langer Leitung. However, was ist jetzt passiert? Donald Trump hat gesagt, wir werden oder ich werde vorschlagen, die Zölle gegen chinesische Waren um weitere 100 Milliarden zu erhöhen. Zuvor ging es um 50 Milliarden Dollar. Jetzt sollen 100 Milliarden draufkommen. Das wären dann praktisch dreimal so viel wie ursprünglich gedacht. Das ist nur ein Vorschlag, noch nicht Gesetz, aber es zeigt, dass sozusagen hier die Eskalationsstufe weitergeht. Gleichzeitig ist das US-Landwirtschaftsministerium angewiesen worden, Schutzmaßnahmen für amerikanische Farmer zu treffen, Stichwort Sojabohnen, mithin also praktisch hier unterstützend einzugreifen, Subventionen zu geben den amerikanischen Landwirten. Das zeigt, wie ernst man es meint, dass man eben bereit ist, offenkundig diese Zölle gegen China auch durchzusetzen. Und das diskreditiert eben das ganze Geschwätz von Larry Kudlow, der ja eigentlich ein Anhänger des Freihandels ist und meinte, ja, Trump meint es doch nicht so wirklich, der will doch nur verhandeln. Wir sind doch für den Freihandel, das ist natürlich richtiger Bullshit und im Grunde ist jetzt Larry Kudlow diskreditiert, im Grunde kann man den schon wieder vergessen, man hat sich ja eh so ein bisschen gewundert, warum nimmt er diesen Mann, der eigentlich eher aus der Reagan-Zeit stammt, der eigentlich gegen Zölle ist, das passt nicht zu Donald Trump, der eben ganz anders gestrickt ist und Donald wird sich hier wieder durchsetzen, wird wahrscheinlich Larry Kudlow praktisch früher oder später wieder austauschen, warum nimmt er nicht gleich Peter Navarro, das ist jemand, der auf seiner Linie liegt und dann hätten wir nicht dieses Personalkarussell. Jedenfalls haben die Märkte sich auf diesen Mann hier verlassen, Larry Kudlow, und das hat sich jetzt als Irrtum herausgestellt. Die Futures, die US-Futures genauer gesagt, reagieren noch verhalten, man geht nach unten schon, aber es ist noch nicht der dramatische Abverkauf. Gleichwohl, damit ist im Prinzip die ganze Story, der ganze Boden dieser Rallye, dieser Milchmädchen-Rallye eigentlich zerstört. Und das, die Grundfrage ist jetzt einfach nur noch, ist Trump wirklich ein Überzeugungstäter oder ist er ein Spieler? Ich glaube, er ist beides. Er ist ein Überzeugungstäter. Er will den Aufstieg Chinas verhindern mit allen Mitteln und ist ein Spieler insofern gleichzeitig, als er eben bereit ist, dafür Haus und Hof zu riskieren, all in zu gehen, die Eskalation immer weiter zu treiben, bis möglicherweise irgendwann mal ein Punkt überschritten ist, wo die Dinge dann völlig aus dem Ruder laufen. Das ist die große Gefahr, die ich hier sehe für die Märkte insgesamt, für uns alle insgesamt, dass dieser Mann im Grunde ein Überzeugungstäter ist, der gleichzeitig Zocker ist, und das ist eine gefährliche Mischung. Schauen wir uns mal die Dinge an in Asien. Hier ist Feiertag nach wie vor in China, deswegen geht es da ruhiger zu. Der Nikkei zwischenzeitlich im Minus, nach den eigentlich sehr positiven Vorgaben der Wall Street, jetzt wieder leicht ins Plus gerettet. Hang Seng 1,23% im Plus, Australien 0,17% im Plus, aber die US-Futures tiefer, wie wir gleich sehen werden. Aber heute ist natürlich der US-Arbeitsmarkt im Fokus, sie stellen Exagrar. Da ist davon auszugehen, dass wir eine schwächere Zahl sehen als letzten Monat. Februar war ja extrem stark. Allerdings war im Februar das Wetter eben auch sehr, sehr mild. Das war im März anders in den USA. Und es geht hier um die März-Daten. Dementsprechend würde es nicht überraschen, wenn die Stellen Exagrar, die etwas so bei 180.000, 185.000 erwartet werden, enttäuschen würden. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz, zumal wir hier ein saisonales Muster sehen. 2015, 2017 war Januar und Februar immer sehr stark am US-Arbeitsmarkt. März kam dann der Einbruch. Ähnliches dürfte wohl dieses Jahr auch passiert sein. Aber wir könnten bei der Arbeitslosenquote dennoch möglicherweise
vielleicht sogar unter die 4%-Marke gehen. Aber das, was eigentlich hier im Fokus steht, das sind die US-Stundenlöhne. Und hier wird es jetzt ein bisschen tricky, weil das Wetter relativ unschön war, nicht mild war, dürften viele Dinge nicht gelaufen sein. Mithin wurden also auch weniger Wochenstunden abgeleistet. Und jetzt ist es so, dass man die Löhne ja durch die Wochenstunden dividiert, nämlich die US-Stundenlöhne, sodass es sein könnte, dass wir eine Überraschung in Sachen US-Stundenlöhne bekommen, dass die also stärker steigen als erwartet. Die Erwartung liegt bei 0,2% zum Vormonat und bei 2,7% zum Vorjahresmonat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es dürfte so sein, dass die Headline-Zahl, also die Zahl neuer Stellen, wohl enttäuschen dürfte, aber die Gefahr ist, dass die Stundenlöhne deutlicher steigen als erwartet, eben auch weil weniger Wochenstunden geleistet wurden, aufgrund des schlechten Wetters, das etwa Tätigkeiten im Bauwesen eher unterbunden hat. Und wir haben dann eine Rede von Jerome Powell, der um 19.30 Uhr sprechen wird. Und man wird sich hier anhören, was der Mann zu sagen hat in Chicago. Wie wird er die Dinge jetzt beschreiben? Wird er vor einer Überhitzung warnen, wie andere das gemacht haben, wie Jamie Dimon jetzt kürzlich wahrscheinlich nicht, aber er wird den Märkten doch klar signalisieren, dass er weitermachen wird, dass er sich nicht von den Aktienmärkten leiten lassen wird, was die Zinspolitik betrifft. Und damit ist der Fed-Put, auf den sich die Wall Street lange hatte verlassen können, nämlich seit der Finanzkrise, eigentlich weg. Und das ist das zusätzliche Problem, das wir an den Märkten noch bekommen werden. Schauen wir uns die Chose mal an. Wie stehen die Dinge? Wie wird es laufen? Wir sind beim DAX auf XDAX-Basis bei 12.291 rausgegangen. Dürften 80 Pünktchen etwa nach aktueller Indikation tiefer reinkommen. Haben ja diese starke Kerze gemacht hier im DAX. Frage ist, kommen wir hier über diese 12.465er Marke drüber? Nach aktueller Lage besteht dafür heute keine Chance angesichts der neuen Turbulenzen jetzt durch Donald Trump. Eigentlich war das doch klar, dass Trump das nicht auf sich sitzen lassen wird, dass Trump hier nicht sein Gesicht verlieren will. Also muss er das Blatt erhöhen, muss seinen Einsatz erhöhen. Er hat jetzt den Einsatz verdreifacht, wenn man so will. All in, ein Zocker, ein Pokerspieler und die Chinesen werden heute antworten. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass wir jetzt heute die große Rallye sehen werden. Schauen wir uns mal die Freunde in den USA an. Da sehen wir hier, sind wir jetzt ja schon 400 Pünktchen tiefer, als wir es gewesen sind gestern im Hoch beim Dow Jones. Also hier ist durchaus schon ein gewisser Druck erkennbar. Es war schon heftiger. Wir waren schon in Richtung 24.000 unterwegs in der ersten Reaktion der asiatischen Märkte auf das, was da passiert ist. Wir sehen beim Nasdaq 100, da sind wir bei 6.515 auch schon, was ist das? Auch schon 30 Punkte tiefer, als wir es gewesen sind. Wie kriege ich das hier aus? Booms, mal hier draufklicken. Es geht also 130 Punkte tiefer sind wir im Nasdaq. Amazon gestern eine Rallye, aber Donald Trump hat auch wieder Amazon heute Nacht direkt, also deutscher Zeit, heute Nacht direkt attackiert wieder. Das könnte auch wieder lustig werden. Wir sehen den S&P 500 hier mit dieser sehr skurrilen Bewegung, die wir hier sehen. Dieses klare Aufwärtsmomentum ist vorbei. Übergeordnet wird die Nervosität, die ja seit Ende Januar, Anfang Februar da ist, durchaus dabei bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja Anfang Februar diese US-Arbeitsmarktdaten hatten, die ja praktisch genau zu diesem Einbruch geführt haben, weil die Stundenlöhne stärker gestiegen waren. Jetzt ist das Thema Inflation so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Das könnte aber heute aufpoppen, wenn eben die Stundenlöhne deutlicher steigen als erwartet. Was haben wir noch? Wir haben den Euro, der ist bei 1,2240, kann nur kurz profitieren von dieser neuen Eskalation im Handelskrieg. Sieht nicht so richtig schick aus für die Gemeinschaftswährung. Wenn die US-Stundenlöhne stärker steigen würden als erwartet, wäre das deutlich wichtiger als etwa die Headline-Stellenzahl, wie viele Stellen also neu geschaffen wurden. Darauf wird vor allem der Devisenmarkt achten. Wir sehen im Dollarindex nach wie vor über der 90er Marke, sehen Gold bei 1328, kann auch nicht so richtig profitieren von der weiteren Eskalation. Silber dagegen unter Druck, 16,35 Dollar. Öl bei 63,11, sieht auch komisch aus, könnte hier so eine Formation bilden, dass man dann hier nach unten rauscht. Der Markt steht long im Öl, und zwar massiv long. Der Markt steht long im Euro gegen den Dollar. Der Markt steht nach wie vor long in den Aktienmärkten. Und es ist also noch viel Schmerz abzuholen sozusagen. Die Märkte gehen ja gerne den Weg des größten Schmerzes.
Und der könnte sein, dass wir Dollarstärke erleben, der könnte sein, dass Öl nach unten geht, der könnte sein, dass die Stundenlöhne stärker steigen heute. Wir werden sehen, 14:30 bei Finanzmarktwelt werden wir die Daten bringen, werden sie analysieren, was heißt das, was bedeutet das, wie werden sich die Dinge entwickeln. Bis dahin wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage ciao.